Hallo und herzlich willkommen zu unserem Öl der Woche. Ich freue mich total, diese Woche mit euch über eins meiner Lieblingsöle zu sprechen, und zwar über Copaiba. Copaiba ist ein ätherisches Öl, das aus dem Harz der Pflanze gewonnen wird durch Dampfdestillation. Und es ist ein Öl, das unglaublich vielseitig ist. Es hat wahnsinnig viele Anwendungsmöglichkeiten und Bereiche, die es also in unserem Körper und unserem emotionalen Gleichgewicht unterstützt. Wir können das Öl auf alle drei Anwendungsarten anwenden, also aromatisch, topisch und innerlich. Und es unterstützt eine Menge unserer Systeme im Körper, was ich wirklich ganz besonders schätze, auch an diesem Öl. Ich möchte euch auch gerne aufzählen, damit ihr da eine Vorstellung von habt. Und zwar geht es hier einmal um unser Herz-Kreislauf-System, die Atemwege, das Skelett und das Nervensystem, unsere Muskeln, das emotionale Gleichgewicht und auch um unsere Haut. Ja, ich liebe das Öl so sehr, weil es mich wirklich sehr unterstützt in meinem emotionalen Gleichgewicht und auch mein Nervensystem, da ich einfach, ja, generell ein Mensch bin, der sehr schnell, sehr aufgewühlt und aufgeregt ist und nervös wird. Und deswegen ist Copaiba mein täglicher Begleiter. Ich nehme einen Tropfen unter die Zunge morgens und abends. Deswegen steht das Öl bei mir im Badezimmer direkt immer mit dem Zähneputzen verknüpft. Im Anschluss mache ich einen Tropfen vom ätherischen Copaiba-Öl direkt unter die Zunge. Ja, es ist ein tolles Hautöl, deswegen gibt es das Copaiba-Öl auch als Touch-Roller. Da ist es schon fertig gemischt mit Kokosöl und kann auf die Haut aufgetragen werden, auf die betroffenen Stellen. Es ist aber so ein mildes Öl, dass man es auch unverdünnt auftragen kann. Aromatisch angewendet, entweder direkt aus der Flasche inhaliert oder im Aromadiffuser diffust mit vielleicht noch einer Kombination aus anderen Ölen. Und innerlich eingenommen eben direkt, entweder einen Tropfen unter die Zunge oder in einer Leerkapsel, wenn man vielleicht den Geschmack nicht so gerne mag. Ja, es ist ein Öl fürs emotionale Gleichgewicht ebenso. Und da ist es das Öl der, wie soll ich sagen, der Superkräfte. Es ist ein Öl, das einem hilft, sich auf sich selbst zu konzentrieren, auf seine eigenen Stärken zu konzentrieren, sich selbst zu kennen und sich immer wieder bewusst zu machen, dass wir die sind, die wir sein wollen und die Vergangenheit darüber überhaupt nicht mehr zu entscheiden hat, wer wir heute sind oder wer wir werden wollen. Das ist auch eine Form von Loslassen von alten Denkmustern und altem Ballast und mutig voranzuschreiten. Und eben für mich ist es ein Öl, das ich immer in meiner Tasche habe, wenn ich auf Reisen bin, bevor Ängste von Beklemmung und Unwohlsein aufkommen können, habe ich Copaiba schon aus der Tasche geholt. Es ist wirklich ein Öl, das mich in Situationen unterstützt, die ich vielleicht ganz ohne Hilfe mich ab und zu mal gar nicht trauen würde. Und ja, ich möchte euch deshalb dieses Öl wirklich ans Herz legen und ich wünsche euch, dass ihr genauso tolle Erfahrungen mit diesem Öl macht wie ich. Probiert es gerne aus, erzählt mir gerne eure Erfahrungen zu diesem Öl. Und diese Woche gibt es die BOGOs bei doTERRA. Und wer sich für das wunderbare Baldrianöl, auch Valerian genannt, entscheidet, bekommt den Copaiba Touch Roller sogar dazu geschenkt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und bis bald.